Katharina Wawziniak, 36, Die Linke. Also was mich antreibt, ist so ein Gefühl von Ungerechtigkeit, dass Menschen auf der einen Seite sich den 7. Mercedes neben den 8. Mercedes stellen und gar nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld, und andere Leute überlegen müssen, ob sie im Supermarkt noch was einkaufen können zum Essen oder nicht. Halina Wawziniak ist das, was man eine Parteisoldatin nennt. Wahlkämpfen, auch wenn es anstrengend wird und keine sichere Belohnung winkt. Ihr Wahlkreis ist der Berliner Szenebezirk Friedrichshain-Kreuzberg und heiß umkämpft. Ihre Gegner sind allesamt politische Schwergewichte. Wawziniaks Wahlkampftaktik: freche Sprüche und Plakate, die alles zeigen, nur nicht ihr Gesicht. Voller Körpereinsatz auf und am Plakat. Ich möchte einen schönen, spannenden, lustigen Wahlkampf hinlegen, der vor allen Dingen auch dem Team Spaß macht. Ich will dafür kämpfen, dass die Linke ein gutes Zweitstimmenergebnis hat, weil dann reicht es ja vielleicht auch für mich für den Bundestag. Aber am wichtigsten ist, dass die Linke gestärkt in den Bundestag einzieht, stärker als beim letzten Mal, damit wir diejenigen, die jetzt Sprüche plakatieren, an die sie sich vorher nicht gehalten haben, nach der Wahl daran erinnern können. Ihre Gegner trifft Wawziniak bei diesem Termin einer Berliner Zeitung. Die hat die Kandidaten der 5 größten Parteien im Bezirk eingeladen zu Fotoshooting und anschließender Diskussion. Auffällig ist, die aussichtsreichsten und prominentesten Kandidaten sind Männer. Die Kandidatinnen bleiben eher im Hintergrund. Politik sei immer noch eine Männerdomäne, sagt die Feministin Wawziniak. Auch wenn es inzwischen Frauen in hohen Ämtern gäbe, etwa eine Bundeskanzlerin. Am Ende kommt es auf die Politik drauf an. Und ich glaube, dass nicht jede Frau, die als Frau in der Politik ist, auch für feministische Politik steht. Insofern glaube ich, vielleicht haben Frauen an bestimmter Stelle einen anderen Blick. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass, wenn Frauen in Positionen kommen, nicht auch von ihrem Verhalten männlich werden und nicht mehr allzu viel für Feminismus übrig haben. In der Linken gilt Wawziniak als Pragmatikerin und großes Talent. Inzwischen ist sie Teil der engeren Parteiführung. Die wird zwar auch bei den Linken von Männern dominiert, aber Frau könne sich da durchaus ihren Platz erkämpfen, findet Wawziniak. Ich glaube einfach, solchen Alpha-Tieren, was ja auch nichts Schlechtes ist, muss man wirklich selbstbewusst begegnen und vielleicht auch ein bisschen frech. Und wenn man eher auch ein anti-autoritärer Charakter ist, dann fährt man damit ganz gut. Dabei hat gerade ihre eigene Partei eine autoritäre Vergangenheit. Unter dem Namen SED war sie DDR-Staatspartei. Mitgliederversammlung im Bezirk Friedrichshain. Wawziniaks Bezirk, hier ist sie die Vorsitzende. Die meisten Anwesenden waren bereits Mitglieder, als die Linke noch SED hieß. Wawziniak selbst trat 1990 in die Partei ein, aus Trotz gegen die allgemeine Wendebegeisterung. Ich glaube, wer einmal so einen Bruch in seinem Leben hat, der neigt dazu, mehr Selbstreflexion zu betreiben als jemand, bei dem es bruchlos vorangegangen ist. Also auch nochmal selbst zu hinterfragen, was hat denn der heutige Tag gebracht? Wie hast du dich verhalten? Hast du Unsinn erzählt oder hast du keinen Unsinn erzählt? Wahlkampftermin in einer Kreuzberger Kneipe im ehemaligen Westen Berlins. Die Ostdeutsche Halina Wawziniak muss hier ein Klientel ansprechen, das der Linken zwar interessiert, aber nicht unbedingt offen gegenübersteht. Hier kann die Brandenburgerin ihre Stärken ausspielen. Schlagfertigkeit, Offenheit und den Willen, andere zu überzeugen. Ich glaube, dass hier auch noch sehr viel das Bild vorherrscht von der alten männlichen Linken. Find ich das immer ganz lustig, wenn jemand kommt, der irgendwie jünger ist, der einen Teil seines Lebens im Osten verbracht hat und jetzt hierher kommt, der aber trotzdem hier lebt. Also ich bin hier, also zuerst in Kreuzberg und jetzt in Friedrichshain gelebt. Und wenn man so dieses Image ein bisschen zerstören kann, das macht mir immer großen Spaß. Über ihre Zukunftspläne lässt sich Wawziniak nicht in die Karten schauen. Nach der Bundestagswahl die wiederkehrende Antwort. Dass sie ihre Zukunft weiter in der Politik und in der Linken sieht, darüber lässt Wawziniak aber keine Zweifel aufkommen.